Ich habe die seltenste Unit in Toilet Tower Defense. Nämlich den Ultimate Upgraded Titan Drillman. Den bekommt man nur, wenn man Überwelle 116 im Endless-Modus erreicht. Und wir probieren heute mit ihm und einem DJ TV-Man auf das Endless-Leaderboard zu kommen. Aha, wir haben erstmal den Upgraded Titan Drillman, Leute. Ich würde sagen, equippen wir den erstmal. Welche Unit sollten wir mit ihm spielen? Ich würde zu 100% sagen, Standard TV-Man, keine Frage. Leprechaun Cameraman, Medic Cameraman und zum Schluss entweder eine Booster Unit oder dazu nochmal den Hyper Upgrade Titan Speakerman. Ich würde aber ehrlich gesagt eher sagen, den Hyper Upgrade Titan Speakerman, bin ich ehrlich. Weil wir müssen entweder den Announcer Speakerman spielen oder halt eben den Hyper Upgrade Titan Speakerman. Der Cooldown vom Upgrade Titan Drillman nur eins ist. Und der eben, glaube ich, keinen AOE-Schaden macht. Deswegen, ich glaube doch, die bessere Entscheidung ist, den Hyper Upgrade Titan Speakerman zu benutzen. Würde ich sagen, versuchen wir erstmal eine Runde Endless mit dem. Okay, Leute, ich würde sagen, wir fangen an. Wir machen ganz normal erstmal Center TV-Mans platzieren. Wir werden auch die ersten 30 Wellen Autos skippen. Wir werden mal gucken, ob wir sehr weit kommen werden. Weil das wäre sehr, sehr wichtig. So, platzieren wir erstmal den dritten Center TV-Man. Jetzt wird es erstmal Zeit, genug zusammenzusparen, bis wir den Leprechaun-Cameraman platzieren können. Platzieren wir erstmal hier den Leprechaun-Cameraman. Und natürlich müssen wir wirklich darauf hoffen, dass wir genug Geld uns zusammensammeln für die Center TV-Mans. Denn wir brauchen mega viel Geld safe für den Upgraded Titan Drillman. Aber der hat auch so einen krassen DPS. 170.000 auf Max Level. Mal gucken, ich bin gespannt, wie weit wir kommen werden mit ihm. Dann werden wir erstmal den zweiten Center TV-Man auf Level 3. Jetzt wird noch der dritte. Und jetzt müssen wir wortwörtlich einfach nur unsere Center TV-Mans upgraden, damit wir Fett-Kohle bekommen. Das Gute ist halt wirklich, die Anfangswellen sind easy. Für die Anfangswellen reicht eigentlich wirklich nur den Leprechaun-Cameraman aus. Da ist schon der erste Boss. Sollten wir erstmal den Leprechaun-Cameraman upgraden? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube tatsächlich, müssen wir nicht. Aber wenn es kritisch aussehen wird, mache ich das. Aber ich glaube, das brauchen wir tatsächlich nicht. Wisst ihr was? Wir machen es einfach trotzdem. Safety first. Und da ist der erste Boss. Der wird jetzt so hochgenommen. Ich sehe es so kommen. Seht ihr, dass wer jetzt hochgenommen wird? Bam! Keine Chance. Was ein Opfer. Wir haben außerdem erstmal jetzt zwei Center TV-Man schon auf Level 7. Es wird noch einer auf Level 7. Danach müssen wir erstmal Leprechaun Cameraman, glaube ich, sogar maxen. Ich weiß gerade gar nicht, ob der jetzt auf Level 3 schon ausreicht oder ob wir den wirklich schon maxen müssen. Aber ich glaube, den müssen wir maxen, weil das sieht jetzt schon ein wenig kritisch aus. Und die Minigun-Toilets sind eigentlich mega schwach. Let's go, upgraden wir diesmal nochmal den Leprechaun Cameraman auf Max Level. Und jetzt wird es erstmal Zeit, die Center TV-Man zu maxen, weil ich glaube, das sollte auf jeden Fall ausreichen. Der erste Center TV-Man ist jetzt erstmal auf Level 8. Jetzt fehlen noch zwei. Jetzt den zweiten. Jetzt fehlt noch einer. Und dann können wir erstmal den Ultimate platzieren. Ich bin auch gespannt, wie groß er sein wird. Und jetzt haben wir erstmal alle Center TV-Mans gemaxt. Ich würde sagen, wir platzieren den ersten Upgraded Titan Drillman. Und warum kann ich den überall platzieren? Warum kann ich den hier in die Mitte platzieren? Ist es ein guter Spot? Einzelne Chat, falls es ein guter Spot ist. Okay, ich sehe ziemlich viele Einsen. Dann würde ich sagen, platzieren wir erstmal den hier in die Mitte. Der hat einen 2-Sekunden-Cooldown. Das ist echt trash. Aber der macht dafür 8000 Damage pro Schlag. Dann würde ich sagen, upgraden wir den einmal. 8000 hat es nur gekostet. Also der ist ganz preisgünstig, könnte man sogar sagen. Ich würde sagen, wir platzieren erstmal hier nochmal in seinem Radius einen Leprechaun Cameraman, damit er auch erstmal seinen Range Boost bekommt. Jetzt haben wir nochmal den hier gemerkt. Der sollte erstmal einen Range Boost bekommen. Genau. Boah, ist der aber teuer, ne? Level 3 Upgrade kostet schon $12.000. Das ist schon ein bisschen. Und ich muss ehrlich sagen, der Upgrade Titan Drillman macht schon gute Arbeit. Wir sehen leider nicht seine Range, weil wir eben irgendwie einen Bug haben, dass wir den hier platzieren können. Aber es ist schon gut genug, finde ich. Also ich bin zufrieden damit, weil der vollbringt echt gute Arbeit. Wir können den gleich nochmal auf Level 4 upgraden. Let's go, jetzt können wir den erstmal auf Level 4 upgraden. Was? Der hat gerade einen Typen aufgefressen. Der frisst die auf. Was zur Hölle? Der frisst hier die ganzen Toilets einfach. Der saugt die auf und frisst die. Seht ihr das? Was ist denn da los? Ja gut, okay, jetzt kann ich verstehen, warum er so OP ist. Guck mal auf sein Face, der macht Mund auf. Ja, das habe ich schon gemerkt. Das sieht man ja auch hier. Der macht die ganze Zeit seinen Mund auf und frisst die dann quasi auf. Er sticht nur nicht mit seinen Armen zu, sondern der frisst die auch. Aber wild, dass er die einfach zu sich reinsaugt. Das ist wirklich wild. Oh, jetzt checke ich, warum wir nicht seine Range gesehen haben. Seine Range ist einfach nur endlos groß. Und das jetzt schon bei Level 4. Seht ihr das? Die ist so groß. Okay, das ist wild. Oh, wir müssen erstmal unseren Skip ausmachen. Eieiei, die sind ja hier schön am Werk. Warte, wir upgraden kurz den Upgraded Titan Drillman auf Max Level. Ich hoffe, das reicht aus, um die hier hochzunehmen. Okay, passiert erstmal hier nochmal den Upgraded Hyper Titan Speakerman. Weil ich merke auf jeden Fall, es ist ein bisschen kritisch, wie weit die hier kommen. Oh mein Gott. Warum frisst du die komischen Mutant-Toilets hier hinten auf? Oh nein, nimm doch die Wielder-Toilets hoch. Okay, danke schön. Weil den kriegen wir noch hin. Den kriegt noch der Leprechaun Cameraman hin. Was war denn das für was Ehrenloses hier? Ja gut, ich würde jetzt sagen, wir sind auf der safe Seite. Stellen wir erstmal den Upgrade Titan Drillman auf Strongest. Machen wir wieder Autoskip an. Hoffentlich können wir jetzt erstmal weiter durch Autoskippen die ganze Zeit. Da ist die Glitch-Toilette. Ich frage mich, wird er die erstmal auffressen? Der Titan Drillman? Die ist im Ultimate die ganze Zeit drin gewesen. Nur die hat ihn nicht gestunt bekommen. Ich verstehe. Na komm, wir machen mal beim Autoskip aus. Nur wegen der Glitch-Toilette. Weil irgendwie
geht der? Upgrade Titan Drillman nicht auf die Glitch Toilet. Wir stellen den mal auf. First zur Sicherheit. Weil die kommen mir echt gefährlich weit, die ganzen Toilets hier. Und er frisst erstmal die Glitch Toilet auf. Wird die komplett hochgenommen. Und nein! Oh mein Gott, er ist direkt schon schlafen gegangen. Warte, wir sehen erstmal hier einen Medic direkt. Und der hat eigentlich die Glitch Toilet schon gut hochgenommen, sage ich ehrlich. 100.000 Damage einfach nur, weil er die kurz aufgesaugt hat. Ist schon ganz stark, sage ich ehrlich. Ich frage mich wieder, wo ist die Glitch Toilet schon wieder? Wo hängt die schon wieder? Ich sehe dich hier nicht. Oh, die hängt die ganze Zeit beim Hyper-Upgraded Titan Speaker, man. Die versucht die ganze Zeit, ihn zu stunnen. Jetzt verstehe ich. Und der Glitch Toilet ist hochgenommen worden. Sehr, sehr stark. Okay, doch nicht. 6.000 HP noch. Komm ja aber echt gefährlich weit. Warum sind die hier so weit? Wir müssen skippen, damit ich genug Geld habe, um den erstmal gleich zu upgraden. Oder wisst ihr was? Wir passieren hier jetzt mal den nächsten Upgraded Titan Drillman. Versuchen, den so schnell es geht hochzuleveln. Das ist sehr, sehr kritisch. Oh mein Gott, ist das kritisch. Ja, okay, wir haben verloren, oder? Wir haben sowas von verloren. Irgendeinen Fehler habe ich gemacht. Ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Okay, wir haben verloren. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Wahrscheinlich zu viel geskippt. So, okay, mein Inventar ist jetzt erstmal Titan Drillman, Center TV Man, einen DJ TV Man, einen Mac Bunny Titan, einen Upgrade Titan Cinema Man. So, wir fangen erstmal damit an, dass wir Center TV Mans platzieren. Heißt, ich habe gar keine Starter-Units. Ich bin wirklich aber nur dazu da, erstmal fett Cash zu farmen. Das Coole ist tatsächlich, ich kriege auch Geld dafür, wenn erstmal dieser Green Laser Carry Man, obwohl er nicht meiner ist, Kills macht. Das finde ich sehr, sehr nice. Also ich muss quasi nichts tun und kriege trotzdem Geld. Beziehungsweise ich kriege eigentlich extra Geld sogar. Das ist ja, was ich meine. Das ist echt wild. Und das ist der erste Boss. Ja, der wird hoffentlich easy hochgenommen. Und das ist die Large Glasses Toilet. Wird sie hochgenommen von dem ersten Green Laser Cameraman? Oder wird sie durchkommen? Und sie wurde hochgenommen. Gut, wir haben jetzt mal alles hinter TV-Mats auf Level 7. Sollen wir anfangen mit einem Titan Drillman? Ja, oder? Safe. Ich würde sagen, wir fangen an mit einem Titan Drillman. Wir werden den noch nicht upgraden. Bevor wir den upgraden, werden wir erstmal nochmal alles hinter TV-Mats Max, und sobald die gemaxt sind, wird es auch erstmal Zeit, den Titan Drillman zu maxen. Let's go. Erster wurde gemaxt, jetzt fehlt noch der zweite und der dritte. Also noch zwei, drei Runden, dann sollten wir auch erstmal alles Center TV-Mans gemaxt haben. Ding ist halt, natürlich ist der Upgrade Titan Drillman, wenn er erst frisch platziert wurde, trash. Ich habe ihn trotzdem aber platziert, weil er dann erstmal schon mal die starken Toilets hochnehmen kann und eben das Leben vom armen, kleinen Green Laser Cameraman vereinfachen kann. Und jetzt haben wir erstmal alles Center TV-Mans gemaxt. Ich würde auch sagen, dann wird es erstmal Zeit, den Upgrade Titan Drillman so schnell es geht zu maxen. Weil ich glaube, ab Level 3 oder 4 kann er ja die in sein Herz reinschießen oder halt reinziehen. Und das ist halt eine Ultra-OP-Taktik, beziehungsweise eine Ultra-OP-Attacke. So, let's go. Jetzt ist er erstmal auf Level 2. Und bisher ist er irgendwie am Rumpicken, ne? Er ist irgendwie die komisch am Rumpicken, die komischen Toilets, merke ich. Und da ist der zweite Boss. So, jetzt ist erstmal Zeit für Level 3 Upgrade Titan Drillman. Kann er jetzt schon die in sich reinziehen oder erst ab Level 4? Ja, sieht aus, als ob er erst ab Level 4 möglich ist. Schade. Ja, die Attacke ist schon mega OP, das mit dem Reinziehen. Vor allem, weil die auch dementsprechend die Toilets stunt. Das ist ja nicht nur, dass er die in sich reinzieht und mega viele HP macht, beziehungsweise mega viel Damage macht, sondern er stunt die ja gleichzeitig damit. Was schon ziemlich stark ist. So, jetzt leveln wir erstmal den Upgrade Titan Drillman auf Level 4 und ja, Mann, jetzt hat er erstmal seinen. Sind das Seile, mit denen er erstmal die in sich reinzieht? Ich habe keine Ahnung, womit das er hinbekommt, dass er sie in sich reinzieht, aber irgendwie macht er das schon. Sagen wir, das sind Seile von mir aus. Ketten? Ja, Ketten sind, glaube ich, sogar realistischer. Das sieht halt irgendwie aus wie so ganz normale Kabel. So, als ob du so ein LAN-Kabel legst. So sieht das aus. Und die kommen schon ein bisschen weit. Warte, wir machen mal Autoskip aus. Jetzt ist erstmal Max Level. Jetzt haben wir den erstmal gemaxt, den ersten. Und ich frage mich, sollten wir jetzt erstmal den Mac Bunny Titan platzieren? Ich glaube, wir sollten als nächste Unit erstmal den Mac Bunny Titan platzieren, sage ich ehrlich. Das heißt, wir platzieren den hoffentlich hier hin. Das Ding ist halt, wir bauen auf jeden Fall einen Medic für ihn, wenn wir den hier hin platzieren. Das heißt, wir platzieren den doch lieber hier hin. Ist halt ein bisschen trash, ehrlich gesagt, dass er so weit hinten erst platziert wird. Aber wir bräuchten wirklich einen, der eben hier die Units stunnen kann. Wisst ihr was, wir platzieren den ersten hier hinten und dann den zweiten hier vorne hin. Und das sollte auf jeden Fall ausreichen für die Verlangsamung. Let's go. Jetzt haben wir erstmal hier hinten den Mac Bunny Titan gemaxt. Ich würde sagen, wir platzieren hier den zweiten hin. Und stimmt eigentlich, weil wir eben hier den Mac Bunny Titan platziert haben, können wir außerdem erstmal den Cooldown um 25% verringern von dem Upgrade Titan Drillman. Dann hätte er anstelle von seinen 170k DPS 212k DPS. Was schon ziemlich stark wäre. Okay, da ist die Glitch Toilet. Let's go. Rabbit Boost. Komm schon. Ah, da kassiert schon echt gut Leben, sage ich ehrlich. Die Glitch Toilet. Die ist immer noch hier vorne und die ist fast schon weg. Die hat fast verloren. Die ist fast tot. Die hängt immer noch beim Titan Drillman. Die hat fast 3 Millionen Leben verloren und hängt immer noch beim Titan Drillman. Was? Die ist einfach tot? Die ist tot? Digga, die hing nur die ganze Zeit beim Titan Drillman. Okay, beim Drill platzieren wir mal einen DJ TV Man. Ich würde sagen, wir platzieren ihn hier so in der Mitte, damit wir auch erstmal ein paar weitere Units immerhin boosten können. Ich hoffe, seine Range wird hoch genug sein. Wenn nicht, dann habe ich verkackt. So, jetzt wechseln wir den erstmal. Und seine Range ist hoch genug. Ja, ist die perfekt. Jetzt haben wir nochmal 25% besseren Cooldown und 25% mehr Damage.
Was? 0,75% Cooldown. 212.000 Damage. Ach du meine Güte. Was? Das ist ja extrem. Warte mal, ich würde hier mal vorübergehen. Zumindest den DJ TV-Man hier hinten nochmal hin. Der kostet ja nicht so viel. Und wenn erstmal die hinteren hier auch nochmal gebufft werden, wäre das schon gut. Aber ich kann mal den gerne hier hinten platzieren. Wohin können wir vielleicht jetzt den Drill hier platzieren? Wir können den Drill hier platzieren. Okay, das ist gut. Das heißt, wir haben hier nochmal hinten einen weiteren Drillman, der einen 25%igen Boost hat. Wir ziehen den einfach mal vorübergehend hier. Ich werde den noch nicht maxen. Zuerst den Mac Bunny Titan maxen. Aber den haben wir dann schon mal hier platziert. Aber das ist auch gut. Ey, aber wirklich, ich wusste nicht, dass er so OP ist, der DJ TV Man. Ich wusste, dass er stark ist, aber so stark habe ich wirklich nicht gewusst. Okay, maxen wir jetzt endlich erstmal den Mac Bunny Titan. Und als nächstes wird Zeit für den hinteren Upgrade Titan Drillman gemaxt zu werden. Wir sind auch jetzt schon Welle 45. Und es ist schon ganz stabil, sage ich ehrlich. Es wird auf jeden Fall dauern, das kann ich jetzt schon sagen. Es wird ewig dauern, bis wir in Welle 100 ankommen. Let's go, jetzt können wir erstmal den zweiten Upgrade Titan Drillman maxen. Das ist sehr gut. Und ich frage mich, sollten wir den jetzt hier platzieren? Eigentlich schon. Let's go, platzieren wir erstmal hier den Titan Drillman. Wir löschen erstmal den DJ TV-Man hier hinten. Platzieren den hier vorne neu. Maxen den erstmal. So, dann haben wir erstmal hier einen Boost für diesen und für diesen Upgrade Titan Drillman. Für nur einen DJ TV-Man. Heißt, wir können auch hier als nächstes erstmal Upgrade Titan Cinema Mans platzieren. Sobald wir eben erstmal genug Geld haben, natürlich. Was? Der Upgrade Titan Drillman wurde gestunt. Ja gut, okay, der ist halt auch Level 1, ne? Natürlich wird er gestunt, aber trotzdem. Da wird ja mies hochgenommen. Okay, Frost Skeleton Toilet. Welle 60, Boss. Let's go. Wird er schnell hochgenommen? Deswegen ist er 25 Millionen. Leben sie gar nicht mal so viel, wenn man bedenkt, dass wir drei von DJ TV Man geboosteten Upgraded Titan Drillmans haben, die jeweils 240.000 DPS haben. Das heißt, eigentlich wird er doch ziemlich schnell hochgenommen, oder nicht? Müsste eigentlich. Oh mein Gott, der ist ja richtig langsam. Digga, der hat gar keine Chance. Digga, der hat ja wirklich gar keine Chance, der Frost Skeleton Toilet. Und jetzt, wo er aufgefressen wird, hat er gar keine Chance. Okay, jetzt wurde ausgetauscht, aber trotzdem. Der hat ja gar keine Chance. Ey, der ist ja richtig langsam. Der hat ja gar keine Chance. Ich würde sagen, sobald er bei 3 Millionen Leben ist, würden wir skippen. Okay, jetzt wurde schon geskippt. Von mir aus. Macht eigentlich auch keinen großen Unterschied. Aber der hat ja wirklich gar keine Chance, der Frost Skeleton Toilet. Vor allem, wenn er aufgefressen wird, wie schnell verliert er Leben, wenn er in dem Kern ist. Also, der Kern ist richtig OP, das sehe ich. Sobald die aufgefressen werden, ist der richtig OP. Und der wurde hochgenommen. Das ging schnell. Und wir können gleich nochmal den Upgraded Titan Drillman, den dritten, maxen. Ich würde sagen, jetzt wird es langsam Zeit für die Upgraded Titan Cinema Mans. Weil wir haben nicht wirklich viel Platz für einen weiteren Upgraded Titan Drillman. Wir könnten vielleicht einen ungeboosteten hier hinten platzieren. Aber ich würde sagen, wir platzieren erstmal den Upgraded Titan Cinema Man. Problem ist halt wirklich nur, wir haben keinen Platz. Wenn wir hier hinten einen platzieren würden, wir müssen den ja ganz hier hinten platzieren. Also das können wir direkt sein lassen, sage ich ehrlich. Ja, wir platzieren erstmal Upgraded Titan Cinema Mans. Wir haben auch keine wirkliche Wahl, ehrlich gesagt. Aber selbst die brauchen richtig viel Platz, sehe ich. Eieiei. Also platzsparende Units sind das jetzt nicht. Jetzt haben wir den erstmal hier reingequetscht bekommen. Das hat ja ewig gedauert, einfach nur den zu platzieren. Aber er ist halt eben gut, weil er eben, wie hier zu sehen ist, stunnen kann. Jetzt war noch nicht, aber er kann später stunnen. Und das ist halt gut an ihm. Yo, warte mal. Die Glitch-Toilet hier? Wo ist die Glitch-Toilet hin? Hier war gerade eben eine Glitch-Toilet, die ist mega schnell gelaufen. Ist sie schon hochgenommen worden? Ja, okay, die wurde hochgenommen. Sehr, sehr wichtiger Timeskip. Timestar, nicht Timeskip. Sehr, sehr wichtiger Timestar. So, jetzt können wir endlich den ersten Upgrade Titan Cinema Man maxen. Das hat ja wirklich ewig gedauert. Platzieren den nächsten erstmal hier vorne hin. Zwischen den Titan Drillmans und dem Center TV Man. Aber irgendwie ist da kein Platz. Verdammt, hier ist kein Platz. Oh mein Gott. Da müssen wir den wohl woanders platzieren. Dann platzieren wir den hier hinten hin. Anscheinend. Einfach kein Platz ist. Ich kann den nicht platzieren. Wie soll ich den platzieren? Da ist die Giant Turkey Toilet. Und ich konnte, seitdem die gespawnt ist, trotzdem immer noch keinen Upgrade Titan Cinema Man platzieren. Weil alles voll ist. Kein Platz. Gibt's nicht. Okay, wisst ihr was? Komm, wir platzieren den tatsächlich jetzt einfach hier hinten hin. Hier hinten ist er eben an der Line dran. Kann er eben die Units stunnen. Die Toilets dann, die dran vorbeilaufen. Und er wird noch geheilt. Und er kriegt sogar noch seinen 25% Boost. Okay, das ist natürlich ziemlich stark. Und dann können wir auch erstmal weiter die Giant Turkey Toilet hochnehmen. Wo ist die denn überhaupt? Die ist hier. Hinten ist ja auch langsam wie sonst was. Aber das ist das Ding bei der Giant Turkey Toilet. Die macht hier so einen roten Laser, die alles in dem Radius, wo die halt rumschießt, stunnen kann. Das hat man gerade eben bei dem Center TV Man gesehen. Das macht aber eigentlich gar keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Wegen unseren Upgraded Titan Drillmans. Und ich glaube, selbst die Upgraded Titan Cinema Mans und so weiter auf Max Level können trotzdem nicht instant von ihr gestunt werden. Der Green Laser Cameraman, ansonsten aber die anderen nicht. Ha, und hier sind die Frost Skeleton Toilet schon wieder. Diesmal aber zwei Stücke von denen. Ich weiß nicht, ob die jetzt weniger oder mehr
mehr Leben haben. Ich glaube, die haben exakt gleich viel Leben wie vorher. Aber die sind easy. Also wirklich, sobald die bei jeweils 10 Millionen HP sind, können wir wieder skippen. Was auch schon gleich passieren sollte. Vor allem, weil die ganze Zeit aufgehoben werden von den Titan Drillmans. So, das Gott, die erste ist kurz vor den 10 Millionen Leben. Boah, wird es ja besser. Okay, machen wir Autoskip. Und jetzt maxen wir erstmal den zweiten Upgrade Titan Cinema Man. Jetzt platzieren wir erstmal den dritten. Wo können wir diesmal den dritten platzieren? Wir können theoretisch hier hinten einen Upgrade Titan Cinema Man platzieren. Der wäre Nummer 1 natürlich. Auch von dem DJ TV Man geboostet. Und Nummer 2 könnte er trotzdem erstmal stunnen. Wäre natürlich nicht der Stun, den ich mir am liebsten wünschen würde. Ich würde mir wirklich am liebsten wünschen, dass wir hier einen platzieren könnten. Das geht aber leider nicht. Deswegen platzieren wir einfach den dort hinten hin. Jetzt können wir erstmal den nächsten Upgrade Titan Cinema Man maxen. Jetzt müssen wir gucken, wo wir überhaupt die nächsten platzieren. Wir haben wirklich das Problem, dass eben die Upgrade Titan Cinema Mans so viel Platz einnehmen. Und ja, moin, wir sehen jetzt mal hier 448 Millionen HP Frost Skeleton Toilets. Ach, die kriegen wir trotzdem easy hin. Die Frage, die ich hätte, können die Units stunnen? Safe, oder? Also nicht mal die Quad Rocket Mutant Toilets, sondern generell auch die Frost Skeleton Toilets. Ja, können die. RIP. Das ist unser Riesenproblem. Ich kann die Upgrade Titan Cinema Mans nicht gut platzieren, weil überall, wo ich die platzieren könnte, würden die gestunt werden. Aber wir müssen die langsam irgendwie in komischen Plätzen platzieren, weil es eben nicht anders geht, leider Gottes. Egal, platzieren wir erstmal hier hinten einen. Es geht halt leider Gottes wirklich nicht anders. Wobei, na gut, wenn ich die eh nur zu Trash-Plätzen platzieren kann, platziere ich einfach hier hinten den Titan Drillman. Ich glaube, ein schlecht platzierter Titan Drillman ist besser als ein schlecht platzierter Upgraded Titan Cinema Man. Deswegen würde ich sagen, platzieren wir den Upgraded Titan Drillman einfach hin. Und das die Dual Cargo Toy mit 13.000 Leben. Ist ja voll schwach, oder nicht? Die ist aber sehr schnell, das sieht man hier. Aber trotzdem, 13 Millionen Leben sind echt nicht viel. Also das soll der Level 80er Boss sein? Das ist halt echt Trash, bin ich ehrlich. So, das sind halt die normalen Toilets stärker. Oder bin ich lost? Oder spawnen aus R erstmal Toilets raus, wenn die hochgenommen wird? Die Drop Glitch Toilets? Ah, ich habe mich schon gewundert, warum die so schlecht ist. Ja, da macht das alles Sinn. So, jetzt ist erstmal die kaputt und es spawnen erstmal zwei Glitch Toilets, die erstmal an der Stelle stehen. Das gefällt mir. Und die haben auch nicht viele Leben, obwohl einer speedet durch. Oh mein Gott, okay, ich wollte schon sagen, wir müssen Timeskip aktivieren. Aber ansonsten wird es komplett fit gehen. So, und gleich haben wir Welle 85 und Welle 85 müssen wir erstmal beide Rabbit Boosts anmachen. So, und jetzt wird erstmal Zeit. Ich mache den an, sobald erstmal die ganzen Toilets in Range sind, überhaupt attackiert zu werden. Genau, da ist die Giant Turkey Toilet. Ich warte noch ein bisschen. Und das ist so eine Michael Jackson Toilet. Okay, ich würde sagen, wir aktivieren jetzt den ersten. Und den zweiten aktivieren wir, sobald die hier vorne sind. So, let's go. Jetzt machen wir erstmal Rabbit Boost hier hinten an. Und hoffen wir erstmal, dass wir in den nächsten 2 Minuten die hier besiegt haben. Weil ich kann für weitere 2 Minuten nicht den nächsten Rabbit Boost aktivieren. Ich könnte theoretisch aber erstmal einen Mac Bunny Titan platzieren. Hier hinten. So, let's go. Wartet. Den erstmal hoch aufleveln. Erstmal den Rabbit Boost aktivieren. Für diesen Titan Drillman hier vorne. Na gut, ich kann ihn leider nicht platzieren. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit jetzt hier Mike Bunny Titans platzieren. Rabbit Boost aktivieren. Aber gut, wir haben es geschafft. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch 25.000 weitere Dollar, dass wir den Upgrade Titan Drillman auf Level 5 maxen können hier. Danach maxen wir erstmal hier den zweiten Upgrade Titan Drillman, weil jetzt haben wir hier vorübergehend zumindest Mac Bunny Titan stehen. Egal, haben wir hier einen weiteren Rabbit Boost nur für diesen Drillman. Nein, mir fehlen noch 1.000 Dollar, um erstmal den Upgrade Titan Drillman hier hinten zu maxen. Verdammt! Ja, aber 1.000 Dollar sollten wir schnell zusammenbekommen. So, das sind auch nochmal Glitch-Toilets. Warte, ich max mal kurz den hinteren Upgrade Titan Drillman und ich aktiviere mal einen weiteren Rabbit Boost, oder? Wir aktivieren mal den ganz hinteren mal. Wobei, okay, wir müssen auf jeden Fall die anderen auch nochmal machen. Rabbit Boost hier hinten, Rabbit Boost hier hinten. Weil ich glaube, wir müssen wirklich die ganze aktivieren. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir verkaufen mal den hinteren Mac Bunny Titan. Wir machen mal kurz gleich, sobald der Rabbit Boost machbar ist, machen wir noch einen Rabbit Boost mit ihm. Wir sind jetzt schon Wave 90. Okay, never mind. Wir warten ganz, ganz schnell, bis der Rabbit Boost machbar ist. Dann aktivieren wir den, verkaufen dann erstmal den Mac Bunny Titan und tauschen ihn erstmal mit einem Upgraded Titan Drillman aus hier vorne. Den maxen wir so schnell es geht. Nein, er wurde gestunt. Oh mein Gott. Der muss entstunt werden, damit ich ihn aufleveln kann. Aber der ist nur gestunt, weil er eben nicht gemaxt ist. Und da ist jetzt mal die Broken Heart Toilet. Sehr wild, aber es bringt nichts. 170 Millionen Leben. Ja, moin. Das sehe ich jetzt erst gerade. Oh mein Gott, jetzt können wir den endlich maxen. Okay, der hat eine stabile Range. Der kann ja bis hier ganz hinten, sobald er auch komplett gelevelt ist, beziehungsweise gemaxt ist, kann er wahrscheinlich bis hier vorne treffen. Das ist ganz stabil eigentlich. Und jetzt, weil er eben gemaxt ist, beziehungsweise fast gemaxt ist, kann er auch nicht mehr gestunt werden. Hoffe ich zumindest. So, das machen wir erstmal Rabbit Boost. Hier nochmal eine Rabbit Boost. Und ich hoffe, dass das ausreichen wird. Das kann knapp werden. Nee, der ist komplett gestunt. Also, wie ich heute sage,
an. Der steht hier einfach nur rum. Der ist komplett einfach weg. Der ist komplett einfach. Ja, der ist stuck. Der ist einfach stuck. Der kann gar nichts mehr. Der hat verkackt. Aber den hier verkaufen. Obwohl, das war dumm, dass ich den jetzt schon verkauft habe, ehrlich gesagt. Aber egal. Ich platziere einfach hier vorne und upgrade Titan Cinema Man hin. Problem ist halt wirklich, der hat keinen Medic. Und da ist auch erstmal die Broken Heart Toilet gleich weg. Und da ist sie weg. Die hatte echt viele Leben. 170 Millionen sind schon echt viel. Sag ich ehrlich. Und da wurde direkt gestunt. Das ist das riesengroße Problem, wenn wir hier die ganze Zeit upgrade Titan Cinema Man und so weiter platzieren. Die werden halt einfach gestunt die ganze Zeit. Weil eben der hier zum Beispiel kein Medic hat und wir ansonsten keinen Platz haben, ich hier hinten zu platzieren bei den Medics. Das ist das riesengroße Problem bei denen. Was? Selbst der Upgrade Titan Drillman wird gestunt. Oh mein Gott, das ist so vorbei. Es ist so vorbei. Leute, wir sind jetzt erstmal in Welle 95. Jetzt müssen wir erstmal den Rabbit Boost benutzen. Ich habe den ersten benutzt wegen den Glitch Toilets. Den zweiten benutze ich sobald diese. Okay, wir müssen wir jetzt schon benutzen. Weil die jetzt schon hier vorne sind. Also die sind echt weit. Also ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass sie viel länger brauchen, um hier vorne hinzukommen. Das ging echt schnell. Und der kommt weiter, verdammt. Warte, ich platziere hier hinten nochmal eine McBunny. Versuche ihn so zu leveln, wie es nur geht. Und mache erstmal einen weiten Rabbit-Rabbit-Boost. Hoffentlich wird er hochgenommen. Der wurde erstmal aufgesaugt. Das ist sehr, sehr wichtig. Na, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Okay, einer wird hochgenommen. Der andere wird aufgesaugt. Ja, Mann! Und der andere, der dritte, der wird nicht aufgesaugt. Verdammt, wir haben verloren. Immerhin haben wir Welle 94 geschafft. Wir sind trotzdem ziemlich weit gekommen, sage ich so, wie es ist. Aber 2 Stunden Spielzeit und dann nicht mal auf Leaderboard ist schon mies. Probieren wir daraufhin nochmal als letzte Runde. Eine Runde einfach auf der Easter Event Map. Diesmal aber einem Leprechaun Cameraman, einem Green Laser Cameraman und einem DJ Speakerman. Das wird eine sehr einfache Runde, weil man kann wortwörtlich diesen Modus einfach nur mit einem Leprechaun Cameraman durchspielen. Das Gute am Titan Drillman ist, bei den Anfangswellen, nicht wie beim Endless-Modus, irgendwie Wellen 95 oder so, braucht man eben gar keinen Medic für ihn. Das ist super gut. Heißt, wir können erstmal anstelle des Lucky Speakermans den Green Laser Cameraman benutzen, was schon ziemlich nice ist. Wenn wir daraufhin erstmal gleich den Green Laser Cameraman einmal, weil ich sehe, die Spider-Toys gehen ja echt durchgelassen. Das ist nicht gut. Wir upgraden den direkt sogar 2-mal. So, dann müssen wir den, glaube ich, gar nicht mehr upgraden, ehrlich gesagt. Weil seine Range ist eigentlich jetzt sehr hoch. Sein Damage ist auch sehr, sehr gut. Er hat jetzt alleine schon einen DPS von 1600, was schon ganz nice ist. So, jetzt wird es erstmal Zeit für den ersten Leprechaun Cameraman. Das ist tatsächlich das Gute an einem Green Laser Cameraman. Natürlich stecken wir mehr Geld in ihn rein als in den normalen Lucky Speakerman. Dafür aber haben wir viel mehr Zeit, um erstmal die Center TV Man zu upgraden. Was schon ganz nice ist. Denn wir daraufhin erstmal den Leprechaun Cameraman auf Level 2. Und dann wird es erstmal Zeit für die Center TV Man, den ersten zumindest, auf Level 7. Denn wir brauchen Kohle für den Upgrade Titan Drillman. So schnell es geht. Let's go. Center TV Man auf Level 6. Den Level 7 sogar den ersten. Danach erstmal den nächsten Leprechaun Cameraman auf Level 3. Aber wir brauchen wirklich so schnell es geht Geld. Ich will so schnell es geht erstmal Great Titan Drillman platzieren. Daraufhin erstmal den zweiten Center TV Man nicht upgraden, weil er eben gestunt ist. Sehr, sehr nice. So, jetzt erstmal den upgraden auf Level 7. Jetzt erstmal den dritten upgraden auf Level 6. Und ab der nächsten Runde können wir, glaube ich, den sogar auf Level 7 upgraden. Wir müssen als nächstes erstmal den Leprechaun Cameraman einmal auf Max Level leveln. Ich gebe es zu, diese Toilets hier hinten haben echt viel HP im Vergleich zu dem Schaden. Leprechaun Cameraman. So, let's go. Einen muss er hochnehmen und jetzt geht's los. Jetzt haben wir erstmal den ersten Leprechaun Cameraman gemaxed. Jetzt müssen wir erstmal den zweiten platzieren und maxen. Sobald der zweite platziert wurde und gemaxed wurde, können wir, glaube ich, sogar alle Center TV Mans maxen und dann erstmal den ersten Upgraded Titan Drillman platzieren. Ich bin gespannt, wie gut er sich in diesem Modus schlägt, weil der Modus ist echt nicht schwer. Also im Vergleich zu Endless ist dieser Modus echt nicht schwer. Jetzt haben wir erstmal den zweiten gemaxed. Jetzt wird es erstmal Zeit für die Center TV Mans, dass sie erstmal gemaxed werden. Außerdem platziere ich erstmal den Green Laser Cameraman hier vorne hin. Weil ich glaube, der wird hier vorne mehr machen als dort ganz hinten alleine. Jetzt wird erstmal der erste gemaxed. Jetzt können wir erstmal den nächsten und sogar den letzten direkt maxen. Das heißt, wir brauchen noch 400 Dollar. Können wir schon mal den ersten Titan Drillman platzieren. Ich würde sagen, wir platzieren den hier vorne hin. Setz sich hier hinten näher. Let's go. Und jetzt ist erstmal Zeit, den zu maxen. Ich bin wirklich gespannt, wie er sich in diesem Modus schlagen wird. Weil, wie gesagt, der Modus ist echt nicht schwer. Dafür ist aber auch die Map echt klein. Heißt, er ist eigentlich die perfekte Unit. Den Modus einmal hier vorne und einmal dorthin komplett gemaxed. Leveln wir den daraufhin erstmal auf Level 3 hoch. Ich glaube, jetzt kann er erstmal seinen Kern benutzen oder erst ab Level 4. Wir sehen es gleich, wir sehen es gleich. Aber eigentlich sollte er es jetzt schon können. Aber die Leprechaun Cameramen sind zu stark. Und nö, kann er nicht. Okay, never mind. Dann ist es wohl doch erst ab der nächsten Stufe. Aber er hat schon mal seine Mitte dort. Okay, leveln wir den erstmal auf Level 4 auf. Und ja, jetzt geht's erstmal. Er kann die erstmal auffressen und das ist zu einfach. Ich glaube, der ist ehrlich gesagt wirklich viel zu stark für den Easter Event Modus. Deswegen können wir den ersten erstmal maxen und der ist halt wirklich einfach viel zu OP für den Modus. Also wirklich. Für den Easter Event Modus ist er halt einfach wirklich Overkill. Jetzt haben wir hier einfach einen 170.000 starken Upgraded Titan Drillman stehen. Wir können den sogar boosten, theoretisch. Wenn wir jetzt mal neben ihm einen DJ Speakerman platzieren würden. Let's go, platzieren wir erstmal den. Das ist zwar leider kein DJ TV Man,
aber trotzdem wird das trotzdem gut genug sein. Let's go maxen wir den erstmal. Jetzt hat er erstmal eine DPS von 195.500. Also das ist ein bisschen stark, habe ich das Gefühl. Sage ich ehrlich. Passieren wir erstmal hier hinten noch einen weiteren. Weil ja, der Modus ist halt wirklich viel zu einfach für den. Aber der ist tatsächlich nicht mal so teuer, wie ich dachte. Der ist schon sehr gut preiswert, würde ich jetzt nicht sagen. Aber der ist schon sehr, sehr teuer. Also er kostet locker 90.000 Dollar, würde ich sagen. Also man kann sogar 100.000 sagen. Und das ist schon ein bisschen. Aber dafür, dass er halt eben auch so stark ist, geht es komplett fit. Vor allem, man verfarmt sich die 100.000 trotzdem ziemlich schnell zusammen. So, wir sind jetzt nicht mal in Welle 40. Wir haben schon einen gemaxt. Und in der nächsten Welle können wir sogar den zweiten auf Level 4 upgraden. Let's go, jetzt können wir den erstmal auf Level 4, den hinteren, upgraden. Und sobald wir den geupgradet haben, brauchen wir nicht mal einen weiteren platzieren. Und sogar zu dem hinteren, den DJ Speakerman, explizit nur für ihn platzieren. Weil wir brauchen nicht mehr als zwei von ihm. Wir brauchen wahrscheinlich nicht mal mehr als nur einen von ihm, sage ich ehrlich. Aber wir platzieren insgesamt drei von dem. Wir platzieren auch hier vorne einen weiteren hin. So, das gehe ich hier vorne hin. Und dazu nochmal den DJ Speakerman nur für ihn. Und dann wird es erstmal Zeit, den nochmal hier vorne zu maxen. Aber wir maxen erstmal den hinteren. Let's go. Jetzt haben wir nochmal den zweiten gemaxt. Jetzt fehlt noch der hier ganz oben. Sobald wir den gemaxt haben, können wir eigentlich gar nichts mehr machen, ne? Also theoretisch können wir weiterhin erstmal weitere Drillmans platzieren. So ist jetzt natürlich auch nicht. Aber ich sag ehrlich, das ist halt absolut nicht nötig. Ich wette, selbst bei dem ersten Drillman müssten wir nicht mehr platzieren. Wir müssen vielleicht ein paar Leprechaun-Cameramans platzieren. Auch einfach nur, damit wir erstmal die kleinen Units wegbekommen. Aber sobald die kleinen Units weg sind, easy wie sonst was. Also der Drillman ist wirklich zu stark für die Easter Event Map. Oh mein Gott, kommen die weit. Wisst ihr was? Komm, wir platzieren erstmal drei Leprechaun-Cameramans und maxen die erstmal. Weil das wird ein bisschen zu teuer, den nächsten Upgrade-Titan Drillman zu maxen. Und so kriegen wir erstmal die schwachen Toilets schnell weg. Wir platzieren einen von denen, von den Leprechaun-Cameramans übrigens hier hinten hin, damit wir erstmal einen Range-Boost für den hinteren Titan Drillman bekommen. Aber die kommen hier echt gefährlich weit. Vielleicht ist der doch Trash für den Event-Modus. Und ich bin einfach nur schlecht. Warte, wir werden sehen, wir werden sehen. Wir verkaufen außerdem erstmal nochmal gleich die Center TV-Mans, um die erstmal mit Leprechaun-Cameramans auszutauschen. Da erstmal den ersten. Tauschen wir den mit dem Leprechaun-Cameraman aus. Jetzt erstmal den zweiten. Der wird auch erstmal ausgetauscht mit dem Leprechaun-Cameraman. Und ich glaube, in ein oder zwei Runden tauschen wir erstmal den letzten Center TV-Man mit einem Leprechaun-Cameraman aus. Du hast AOE-Schaden? Ja, habe ich auch das Gefühl. Also ich hoffe, Piercing wird regeln, aber ich brauche wirklich AOE-Schaden eigentlich. Aber egal, löschen wir erstmal den letzten Center TV-Man und tauschen den auch nochmal mit einem Leprechaun-Cameraman aus. Ich hoffe, das geht jetzt fit. Ich hoffe, wir kommen mit diesem Team klar. Wenn nicht, dann bruh. Weil eigentlich sollten drei Upgraded Titan Drillmans komplett gemaxed ausreichen. Warum habe ich die Center TV-Mans gelöscht? Bin ich lost? Ich habe die doch gar nicht gemaxed. Victor lost. Gut, dann spielen wir nur mit zwei gemaxten Upgraded Titan Drillmans und mit einem auf Level 3. Jetzt haben wir den erstmal nochmal auf Level 4 geupgradet. Jetzt hat er immerhin seine OP-Attacke. Ich hoffe, dass das ausreichen wird, wenn nicht, bruh, Moment. Außerdem, hier sind erstmal Glitch-Toilets. Die gefallen mir nicht. Die gefallen mir wirklich nicht. Wenn die durchkommen, wir haben verloren. Also, wenn ich wirklich mit dem Upgrade Titan Drillman nicht diesen Modus durchspielen kann, dann weine ich. Was könnte tatsächlich ein Problem sein, weil die Map eben so klein ist. Und hier vorne sind schon die Toxic Mutant Toilets. So, da ist außerdem die Rabbit-Rabbit-Toilet. Ja, die wird eigentlich easy hochgenommen. Safe. Ha, die wird sogar aufgefressen von ihm. Wild. Die Frage ist, wird die irgendeinen Titan Drillman so zu Todes dann oder nicht? Aber die kommen halt wirklich gefährlich weit. Das ist halt nicht schön. Aber die verliert echt hart HP, wenn die von dem erstmal kaputt geknabbert wird. Seht ihr das? Der verliert ja richtig fett HP, wenn er erstmal in seinem komischen Herz ist. Ja gut, okay, easy. Haben wir es geschafft? Zwar länger, aber wir haben es immerhin mit dem geschafft. Das sah zwar sehr gefährlich aus. Viel zu gefährlich dafür, dass es eben so eine krasse Unit ist, der Upgraded Titan Drillman. Aber es hat funktioniert.